Menschen gekommen sind. Wir freuen uns ganz doll und hoffen, dass wir jetzt happy together sind, also glücklich miteinander in dieser nächsten guten Stunde vielleicht und ja, dass sie und ihr genauso viel Spaß habt und haben wie wir beim Singen. Ja, wir sind der Chor hier auf der Insel, unsere Insulaner kennen uns natürlich, aber das Besondere, was heute hier ist, ist Shaul. Und Shaul Bustan aus Berlin, aber wir sehen schon, da kommt er eigentlich auch nicht her, sondern aus Israel. Und ja, wir haben Shaul vor 3 Jahren kennengelernt in einem Theaterprojekt hier auf der Insel. Da durfte er uns schon mal, oder wir durften mit ihm singen, so rum, uns etwas beibringen, also Musik für ein Theaterstück. Und ja, es hat uns so einen Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, wir brauchen unbedingt Shaul mal für den Chor. Und ja, und jetzt kommt die Kulturstiftung ins Spiel. Die Kulturstiftung hat es möglich gemacht, schon vor 2 Jahren ein Konzert. Manche waren ja auch schon hier und kommen zum 2. Mal. Und da haben wir auch geprobt, wie dieses Mal, 10 Tage miteinander, ganz, ganz intensiv. Und ja, das Ergebnis dieses Miteinander-Lernens, Freude-Habens und Singen vor allen Dingen, das wollen wir jetzt hier auch ein bisschen verbreiten. Und ja, freuen uns da wirklich sehr, sehr mit dir, Shaul, hier singen zu dürfen. Jetzt gibt es noch so eine kleine technische Ansage, die will ich schnell erledigen. Also wenn Sie sagen, ah nee, das merkte man eben schon, das wird gar nichts. Dann können Sie hinten verschwinden, nicht dort. Also wenn es einen Notfall gibt, wurde ich gebeten, mal Bescheid zu sagen, wer aus weiß, welchen Gründen auch immer, ich hoffe, Sie bleiben alle da, kann man rechts und links hinten nach draußen gelangen. Weil hier, das wäre ja auch komisch. So, jetzt darf ich noch ansagen, was wir als nächstes singen. Also, das eben, das hat sich ja im Übrigen schon. Das nächste Lied kommt, hat Shaul mitgebracht. Erev Shesho Shanim kommt aus Israel und wird sehr gerne bei Hochzeiten gesungen und heißt übersetzt ein Abend voll Rosen. Ja, den wollen wir jetzt hier auch darbieten, den Abend voll Rosen. Es wird auch in Deutsch gesungen, also Sie können sich erstmal so ein bisschen in die Landessprache von Shaul rein, genießerisch reinlegen und dann wissen Sie auch, was wir da gesungen haben. Dann wollen wir anfangen, so richtig zu träumen. Wenn wir schon in Israel sind, dann kommen wir so richtig ins Träumen und ja, bei den Gedanken, Hochzeitslieder oder so. Und da gibt es ganz süße Träume danach, Sweet Dreams. Und mit dem Träumen machen wir dann einfach weiter, das machen wir auch gern, California Dreams. Yeah.
dreams are made of this. Schottisches Volkslied.
Da singt ein Mann über seine leider unerfüllte Liebe zu einer Frau mit schwarzen Haaren und Rosenmund und überhaupt die tollste Frau der Welt. Und er hat schon alles Mögliche versucht, aber sie hat ihn nicht erhört. Aber er gibt die Hoffnung nicht auf, dass eines schönen Tages die beiden doch endlich in Liebe vereint sein werden. Was er nicht macht, ist, seinen Kummer in Alkohol zu ertränken. Aber von Alkohol und den Folgen handelt das übernächste Lied. Das ist der Shanty der genervten Seemannsgattinnen. Und zwar muss man sich das so vorstellen, dass früher die Männer ja dann monatelang mit ihren 2, 3, 4 Mastern auf hoher See unterwegs waren. Und wenn sie dann endlich nach Hause gekommen sind, wohlbehalten, das war ja auch nicht unbedingt selbstverständlich, dann spielte sich manchmal dann sowas ab, dass die Kerle einfach sturzbesoffen im frühen Morgengrauen nach Hause kamen, statt sich ins Familienleben einzubringen und dann umfielen. Nichts ging mehr. What shall we do? Zum Beispiel nehmen wir das Landungsboot, packen den Kerl rein, ziehen den Stöpsel raus, warten, bis das Wasser kommt und dann wird er schon irgendwie wieder nüchtern werden. So, das war jetzt das übernächste Lied. Dazwischen kommt noch ein Tango. Tango sind ja auch immer dramatisch. Da kann ich jetzt zum Inhalt leider wenig sagen, weil ich spreche nicht gut Spanisch und Portugiesisch, glaube ich, ist es erst recht nicht. Wenn jemand von Ihnen hinterher eine Idee hat, worum es da geht, sind wir Hinweise offen. Wir werden uns bemühen, das La 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 möglichst authentisch Spanisch auszusprechen. Danach kommt dann noch Nenolita. Das kennen wahrscheinlich viele, weil das auch schon bei der Blauen Kogge und im Gottesdienst und so gesungen wurde. Wir singen das gerne. Es ist ein afrikanisches Lied. Der Text auf Deutsch heißt: Die Welt wird vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. So, jetzt nochmal die richtige Reihenfolge. Das erste ist Black is the Color, das schottische Lied. Dann kommt der Tango, dann kommt der Shanty und dann Nenolita. Black is the color.
Hooray, up, she rises. Hooray, up, she rises.
Halleluja. Kennen alle. Das konnte man so sehen, wie so alle mitgehen. Ja, und jetzt gehen wir in eine ganz andere Gegend. Zunächst mal nach Mazedonien. Und die singen auch ein bisschen anders. Also nicht so Halleluja. Das werden wir gleich hören. Ganz anderer Rhythmus. 7/8. Das ist was völlig anderes. Und da mussten wir uns auch so ein bisschen reinfühlen und finden. Und ja, da kommt so mal Schadruel rein. Wer kann sowas beibringen? Das ist toll. Und den Text versteht man auch nicht. Und deswegen habe ich so einen kleinen Stichwortzettel. Ich muss da manchmal drauf gucken jetzt. Also es ist ein mazedonisches Volkslied. Und es geht jetzt bei allen drei nächsten Liedern eigentlich um ein wichtiges Thema. Die schönen Mädchen. Wir sind knapp drüber hinaus. Manche sind mindestens noch schöne Mädchen. Also im Herzen sind wir es ja immer. Ne? Und ja, auch allgemein, also die Männer sind auch mit gemeint. In manchen Liedern. Und in dem ersten Stomi Emilo aus Mazedonien geht es darum, ja, dass einer sagt, ach, wie glücklich wäre ich, wenn ich in der Stadt Struga einen Laden hätte. Weil dann könnte ich immer die Mädchen sehen, wenn sie zum Brunnen gehen und Wasser holen und sich mit ihren Freundinnen treffen. Das wäre schön. Das ist das erste Lied, was wir singen. Dann kommt Jelim Jelim, das ist ein Roma-Lied. Und das war früher ein Liebeslied, auch ein Volkslied, eben ein Liebeslied. Und wurde dann aber mit noch anderen Text auch dazu, die Roma-Hymne. Und ja, und da geht es darum, auf meinem sehr, sehr langen Weg sah ich viele schöne Roma, also auch Männer. Und denke ich jedenfalls. Und auf meinem sehr, sehr langen Weg begegnete ich auch vielen glücklichen Roma. Ja, das wollen wir dann singen. Und die Kinder, die haben wir ja auch hier, die werden auch besungen. Im Refrain, da könnt ihr doch mitmachen. Ei Roma, ei Kinder. Und das dritte Lied ist Nane Zocher. Und Nane Zocher, Nane Gat. Und ist auch ein Roma-Lied. Und da singt dann tatsächlich ein Mädchen. Und die sagt, oh, ich habe gar nicht so schöne Kleider. Ich brauche mal was. Vater, schenk mir was. Kauf mir Kleider. Ja, und wenn ich verheiratet bin, dann, ja, dann kann das mein Mann tun und mir schöne Kleider kaufen. Und Schmuck, Goldohrringe möchte ich haben. Und so weiter und so fort. Nur, dass wir wissen, worum es geht. Thank you.
komm schon, um den letzten Teil anzusagen. Ja, es geht ein bisschen in die Nacht hinein jetzt. Das nächste Lied ist ein französisches Lied, Bois sur ton chemin. Manche kennen es vielleicht aus einem sehr berührenden Film, Die Kinder des Monsieur Mathieu. Ein Film, in dem Heimkinder betreut werden, und dieses Lied möchte ermuntern. Bois sur ton chemin, wenn du auf deinem Weg Kinder, Jungen, diesmal Jungen, ja? Jungen siehst, die vergessen sind, die an der Seite stehen, reich ihnen deine Hand, um ihnen eine schönere Zukunft zu zeigen. Und dann geht es in die Nacht. Sans au cœur de la nuit. Viel Text gibt es eh nicht, deswegen nenne ich den gerade mal. Sans au cœur de la nuit. Hör in die Mitternachtsstimme hinein. Und da hörst du, wie auch diese Kinder Hoffnung haben. Und ja, das ist das Lied, wird gesungen dort von einem Kinderchor und heute von uns. Dann geht es schon zum ersten Abendlied. Da wird keiner einschlafen, da habe ich keine Bange, in einem Dorf neben einem Dschungel. Und die Mutter singt, der Löwe schläft heute Nacht, mein Kind. Das hört sich sehr beruhigend an. Das Kind soll sich auch nicht stören lassen durch ein paar Dschungelgeräusche. Uns würde das wahrscheinlich schwerfallen, einzuschlafen, aber kann ich mitfühlen. Danach wird es richtig, richtig ruhig. Das ist unser Abendlied. Abends treten Elche aus den Dünen. Und wenn sie dann langsam wieder von dannen schreiten, dann ja, ist auch unser Abend beendet. Oder wir verabschieden uns ebenfalls so lange. Thank you.
Thank you.
Das war alles geplant. Noch einmal. Ne? Aber jetzt seid ihr dran. Jetzt ihr dran. Ihr müsst jetzt auch singen. Habt ihr alle Zettel? Schreiben die Texte? Nein? Nicht informiert? Oh, oh. Okay. Versucht das zu merken. Versucht das zu merken. Es geht so. Aye ham. Aye ham. Yeye ham. Aye ham. Kann man merken. Ne? Gut. Jetzt geht es so. Okay, probieren wir. Ich zeige mal.